leave us, just watch. Late night, I go uptown. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Heute werden wir zwei Spiele machen. Und zwar habe ich mir doch überlegt, dass ich das Pokalspiel simulieren werde und dann danach spielen wir gegen Manchester United, weil wir haben noch zu viele Spiele und ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit hinkommen, wegen FIFA 17 und so weiter und so fort. Bestimmt haben wir noch zwei, drei Wochen Zeit, aber je mehr Zeit, desto besser. Deswegen simulieren wir mal das Spiel. Ich denke mal, ich werde die Mannschaft hier ranlassen oder werde ich was verändern? Ich denke mal nicht, ich lasse die Mannschaft so. Ich gucke mal, beim letzten Spiel, das ich ja simuliert habe, hat es leider nicht funktioniert. Da haben wir ja im Capital One Cup gegen Crystal Palace leider verloren, aber so ist das halt nun mal bei der Simulation. Wir schauen mal, wie es hier heute läuft, ob wir heute ausscheiden oder ob es sogar ein Wiederholungsspiel gibt. Nein, 1-0 führen wir durch Immo Essig, 10. Minute, das läuft schon mal gut. Jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht noch ein Tor nachlegen können, auf jeden Fall. Swansea mit zwei gelben Karten, Halbzeit 1-0. Vielleicht retten wir ja das 1-0. Nathan Dyer kommt rein auf Seiten von Swansea City. Wir scheinen das zu halten, wir scheinen das zu gewinnen. Kramaric kommt rein, nein, der Ausgleich, auch nein, durch Ki Sung Yueng. Aber Zivkovic bringt uns in Führung und bringt uns eine Runde weiter, jawohl. Also wir gewinnen 2-1. War gut, dass wir simuliert haben. Nein, Quatsch. Ich denke mal, wenn wir das gespielt hätten, hätten wir vielleicht gewonnen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Also wir gewinnen 2-1 durch Tore von Zivkovic und von Immo Issekiel. Swansea konnte zwischenzeitlich durch Ki Sung Yueng ausgleichen. Aber wir sind eine Runde weiter im FA Cup, das ist doch super. Ein bisschen Geld gibt es dazu. Also super, sind wir da noch dabei. Sind wir in der vierten Runde. Und ich denke mal, wenn wir dann im Halbfinale sind oder im Viertelfinale, dann können wir ja die Spiele ebenfalls machen. Aber okay, wir gucken einfach mal. Jetzt zwei Tage nur frei und dann geht's gegen United. Ja, ist ebenfalls ein Hammer-Duell. Jetzt schauen wir mal, ein paar Transferangebote haben wir. Schmeichel. Nee, da werden wir auch künftige untersagen, weil den brauchen wir einfach als zweiten Keeper. Hier war wahrscheinlich ebenfalls ein Angebot von Schmeichel, ja. Die Zukunft von Riedewald. Wir machen uns Sorgen, dass die Sache mit Jairo Riedewald das Team spaltet. Wenn sie den Spieler nicht einsetzen wollen, sollten wir uns von ihm trennen. Er kostet nämlich einiges an Gehalt. Lassen Sie ihn also entweder in der ersten Mannschaft spielen oder verkaufen Sie ihn an einen anderen Verein. Ja, aber er wird doch spielen. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Er wird doch spielen, oder? Ne, ich meine, ich glaube nicht, dass wir zu ihm gesagt haben, er ist Stammspieler. Also, ich glaube, wichtiger Stammspieler hatten wir oder sogar Rotationsspieler, weiß ich nicht. Da müsste ich mal zurückblicken in die Folgen. Aber ich glaube, wir haben nicht gesagt, dass er Stammspieler ist, deswegen. Naja, also, ein weiteres Transferangebot nochmal, bevor wir dann reingehen gegen Manu von Burnley für Gökhan Inla. 4,5, ne, den kriege ich da ebenfalls nicht. Da können wir auch gleich Angebote ablehnen, künftig untersagen. Das ist, er hat sich zu einer Stütze entwickelt, auf jeden Fall, seitdem er dann seit letztes Jahr Stammelf spielt. Und jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir die Mannschaft mal durchwechseln müssen. Gegen Manchester United in Manchester, also im Old Trafford. Freut mich auf jeden Fall. Schönes Stadion. Jetzt müssen wir aber mal durchwechseln. Jetzt kommt doch Riedewald zum Beispiel mal zusammen Einsatz. Hier, Riedewald kann spielen. Shidouzi Avaziam wird spielen. Simpson wird spielen. Da haben wir Sanchez, der wieder fit ist. Da spielt Amate. Da haben wir Drinkwater. Ja, der spielt mal wieder Immo Issekiel, ne, dafür kommt Nachao rein, der hat sich verbessert auf eine 78. Und da würde ich sagen, bleiben wir so. Und dann haben wir ja noch drei Tage später, glaube ich, ein Spiel gegen Southampton. Das wird dann nochmal ein bisschen blöd sein mit der Fitness. Aber dann haben wir ja erstmal eine Woche frei. Also, ich weiß auch nicht, wer den Spielplan hier macht in der Premier League. Aber die sind natürlich auch zwei Mannschaften mehr als zum Beispiel jetzt in der Bundesliga. Deswegen haben die auch vier Spiele mehr als wir, die müssen sie ja auch irgendwie unterkriegen. Und dann haben sie natürlich noch die ganzen Pokalspiele, FA Cup, den Capital One Cup, also die haben ja noch weitaus mehr Pokalwettbewerbe als wir in Deutschland. Deswegen, aber wir kriegen das schon hin alles. Ich sehe, Lewandowski ist wieder nur auf der Bank. Und gut, lässt man seinen besten Spieler halt auf der Bank, aber Wayne Rooney spielt dafür. Hier sehen wir die beiden Besten im Vergleich. Vardy hat 20 Spiele, 4 Tore. Rooney hat 17 Spiele und nur zweimal getroffen. Hoffentlich kann Vardy heute ein Tor nachlegen. So, also heute in Manchester, das, was wir spielen werden. Pokal haben wir ja schon simuliert, da haben wir gewonnen. Ich hoffe, dass es ein besseres Spiel wird als gegen Watford. Das war zwar nicht schlecht, aber Watford hat halt fast nur hinten drin gestanden. Hat halt aus einer guten Defensive attackiert und dann, ja, standen sie zum Schluss halt die meiste Zeit nur noch hinten drin. Naja, das war Watford. Jetzt haben wir Man U. Oh, Vardy mit dem ersten Versuch auf Kelechi Iheanacho, der ist im Abseits. Versuch war gar nicht schlecht, aber Iheanacho stand halt am Abseits. Somit, okay, ist das verpufft und Freistoß für Manu. 4. Minute, Blind haben wir da. Oh, Daily Blind. Da außen auf Luke Shaw. Nochmal Luke Shaw, aufgepasst. In der Mitte spielt Michael Carrick. Da war Memphis Depay. Letztes Jahr haben wir hier, glaube ich, 3-0 gewonnen. Da stand sogar schon 3-0 zur Halbzeit. Da haben wir echt
ManU so ein bisschen überrollt, würde ich ja sagen. Aber das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Obwohl ManU, glaube ich, 12. ne, steht. War da nicht was? Die waren, glaube ich, 12. oder 13. Also bei denen läuft es diese Saison nicht so gut. Aber heißt ja nicht, dass sie uns heute nicht schlagen wollen. Hier sind sie auf jeden Fall erstmal vorne mit Fellaini. Oh, das ist zu viel Platz. Das ist zu viel Platz. Da darf er nicht so viel Platz haben. Da könnte er nämlich genau so einen Pass immer machen. Durch die Schnittstelle auf Rooney. Da müssen wir echt immer gefasst sein. Ne? Also auch wenn ManU nicht so weit oben steht, sind sie trotzdem eine gute Mannschaft. Dürfen wir nicht vergessen. Aber wir ebenfalls, weil wir grüßen von der Sonne, von ganz oben. Jetzt haben wir Smalling. Was jetzt? Foul? Ach, scheiße. Haben wir wieder zu häufig nachgesetzt. Oder zu aggressiv nachgesetzt. Freistoß kommt von Blind. Da haben wir Riedewald. Ja, das Ganze doch gut macht. Und Smalling gegen Drinkwater. Hat Drinkwater den Ball leider nicht bekommen. Dann war Valencia gegen Hector. Kein Foul. Ach, du musst doch nicht jedes Mal abpfeifen. Ich verstehe das nicht. Warum pfeifen die denn jeden Zweikampf mal ab? Oder für uns? Nein, für ManU. Warum pfeifen die denn jeden Zweikampf ab? Verstehe ich nicht. Du musst doch nicht jeden Zweikampf abpfeifen. Jetzt Achtung, Riedewald gegen Smalling. Da kommt Rooney gegen Drinkwater. Stark gemacht. So, jetzt der Konter. Wenn Amati einen gescheiten Pass hinkriegt. Ah, Enatau verpasst leider den Ball mitzunehmen früher. Aber das macht er super trotzdem. Enatau versucht mal auf Spitzenwinkel. Und De Gea geht da fast noch ins Tor rein. Ist da ein bisschen durch den Pfosten durchgebackt mit seinem linken Arm. Aber okay, mal ein Abschluss, mal ein Versuch nach 20 Minuten. Also es ist auf jeden Fall ein spannenderes Spiel als gegen Watford. Und als letzte Saison, als wir hier 3-0, wie gesagt, gewonnen haben, da war, glaube ich, jetzt schon 2-0 geführt zu dem Zeitpunkt. Das ist leider noch nicht der Fall. Sie kommen jetzt nämlich mit Depay, aber Simpson hat da gut aufgepasst. Und seht ihr, selbst die Leute, die letztes Jahr in der Stammformation gespielt haben, die bringen die Leistung. Drinkwater zum Beispiel, Simpson, um nur mal zwei Leute zu nennen. Und jetzt kommen wir wieder mit Sanchez. Oh, das war ein starker Pass, wenn er nicht im Abseits wäre. Oh, nicht. Oh, ja. Jetzt habe ich wieder das gemacht, was ich nur just for fun mache. Aber gibt, glaube ich, ja. Gibt nur eine leichte Ermahnung und dann geht's weiter. Blind. Ah, können wir da hin mit Drinkwater? Nein. Michael Carrick, Memphis Depay. Oh, da schön. Aber das geht auch zu einfach. Schön gemacht, aber es war zu einfach. So. Depay gegen Simpson, gegen zwei. Da kriegt er die Flanke hin. Und Chidozie Avaziem hätte geklärt, wenn N'Golo Kante da nicht gewesen wäre, aber Hauptsache geklärt. Gibt es den Eckball, aufgepasst. United hat ein paar kopfballstarke Spieler. Fellaini, Smalling zum Beispiel. Rooney, denke ich mal, wird auch mit dabei sein. Aber Schmeichel pflückt sich runter und jetzt vielleicht mal die Chance zum Gegenkonter. Enatau, wenn er den Ball behält. Und wenn er den Amati, ist das Amati? Ja, oh, der ist nicht so schnell. Schade. Schon wieder verpufft. Das hätten wir viel besser ausspielen können, aber trotzdem hat das Amati noch gut gemacht, hat das Beste draus gemacht. Jetzt Sanchez mal mit einem Versuch von Weiten, ja. Warum nicht? Und Damian klärt. Somit gibt es den Eckball jetzt auf der anderen Seite. Also aus dem Eckball von ManU wird ein Eckball für uns. Wir schauen mal, wo unsere kopfballstarken Leute sind. Sanchez bringt den mal rein, da wartet Amati, ja. Michael Carrick klärt aber vorher. Darf Sanchez gleich nochmal probieren, war gar nicht schlecht die Ecke. Vielleicht jetzt mehr auf den Elfmeterpunkt. Ja, da kommt Drinkwater, aber wieder Michael Carrick dazwischen. Und jetzt mal Simpson von Weitem. Kann er schießen? Kann er sich den Ball zurückerobern? Nein, Rooney holt ihn sich. Und jetzt gibt es einen Gegenkonter. Oh, ist das Valencia? Ich glaube ja, aber er geht ins Aus, Gott sei Dank. Da haben wir Glück gehabt. Das war nämlich eine 3-gegen-1-Situation, wenn ManU das besser ausgespielt hätte. Aber vielleicht sind es auch deswegen nur 12, weil sie halt so Situationen nicht so gut ausspielen. So, jetzt mal Chidozie Avaziem, der sich mal nach vorne traut. Ja, warum nicht? N'Golo Kante, da haben wir Enatau auf der rechten Seite, zieht jetzt mal mehr nach innen, N'Golo Kante, Sanchez und jetzt mal vielleicht die Chance für einen Abschluss, nein, kriegen wir leider nicht hin, weil ManU gut sortiert da steht und dann ist Luke Shaw leider da. Ah, es ist so ein bisschen wie gegen Watford jetzt doch wieder, also ManU zieht sich zwar nicht so heftig zurück wie Watford, aber sie stehen hinten sehr sicher trotzdem. Chance war da, klar, aber nicht so viele. Und ManU ist vorne wieder mit Fellaini. Nochmal kurz vor der Pause. Rooney da außen gegen Schlupp. Oder? Nee, gegen Chidozie Avaziem wartet jetzt Valencia. Achtung, nicht faul im Strafraum. Simpson macht das trotzdem. Oh, stark. Ein bisschen riskant, aber ist nochmal gut gegangen, Gott sei Dank. So, 5 Minuten vor der Pause. Kommt vielleicht jetzt nochmal eine Chance. Drinkwater setzt sich nicht gegen Smalling durch. Schade. Wenn er da vorbeigekommen wäre, hätte das eine gute Chance werden können. Jetzt haben wir Shaw nochmal. Zieht durch die Mitte, passt nach außen. Michael Carrick, Depay. Das geht auch wieder zu einfach. Der dreht sich um die eigene Achse und dann ist er weg. Darf eigentlich nicht so einfach sein. Jetzt Amati. Achtung, spielt er in die Mitte auf Vardy. Nein.
Das war zu schlampig. Wir dürfen nicht solche schlampigen Pässe spielen, sonst ist der Ball gleich wieder weg. Haben wir Valencia gegen Hector. Hector setzt nach, aber Valencia bleibt im Ballbesitz. Vielleicht nicht Schneiderle, steckt durch auf Rooney, aber Memphis. Depay kommt ran. Das haben sie jetzt mal gut und schnell gespielt. Wenn FIFA halt nicht will, dass du an den Ball kommst, das ist wieder so eine Situation, dann kommst du halt nicht an den Ball. Aber okay, mussten wir irgendwie verteidigen, das haben wir gut gemacht. Und somit geht es dann gleich in die Halbzeit. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit, die ist jetzt vorbei, die Nachspielzeit. Ja, es ist ein spannendes Spiel wie gegen Watford. Geht zwar nicht so, doch es geht hin und her. Bei Watford war das nicht so, weil Watford stand halt die meiste Zeit hinten drin. Da hatten wir das meiste vom Spiel. Hier spielt aber Man U mit. Und deshalb ist es ein sehr interessantes Spiel, weil beide Mannschaften mitmachen. So, wie steht es bei den anderen, zumindest bei den Konkurrenten? Gut, FC Chelsea führt gegen Southampton 2-0, das werden sie gewinnen. Liverpool führt nach einer halben Stunde gegen West Brom, haben die später angefangen. Fulham führt gegen Crystal Palace, die stehen da unten drin. Der FC Arsenal führt gegen Watford. City führt 2-0, Spurs führen 1-0. Und Manu und wir halt 0-0. Also die Favoriten oder die Verfolger führen oder sind auf dem besten Wege, ihr Spiel zu gewinnen. Und bei uns, wie gesagt, wenn wir hier 0-0 spielen, wäre es das zweite 0-0. Dann hätten wir eine ganz kleine Torkrise. Dann hätten wir seit 120 Minuten nicht mehr getroffen. Aber noch ist ja das Spiel hier nicht vorbei. Jetzt haben wir erstmal Drinkwater. Schöner Pass mit dem Ausnuss auf Vardy. Der nimmt den mit der Hacke mit. Ja, ist okay. Aber jetzt braucht er Hilfe. Jetzt braucht er Unterstützung. Da kommt Simpson von hinten. Sanchez, da kommt ein Ngolo Kanté. Jetzt kann er vielleicht mal auf Amati durchstecken, aber der macht leider einen nicht ganz optimalen Laufweg. Jetzt haben wir nochmal Sanchez. Schön gemacht. Jetzt mal Enachao, aber blind passt gut auf. Schade. Da hätten wir dann sofort draufgeschossen. Da wäre die Chance groß gewesen. Michael Carrick, Fellaini wird da von Chidusi leicht abgegrätscht. Jetzt Valencia gegen Drinkwater. Das gleiche, was Memphis Depay macht. Der dreht sich um seine eigene Achse. Oder der, ja, der dreht sich quasi einmal und dann fallen unsere Spieler darauf rein. Das darf eigentlich nicht sein. Jetzt Damian. Oh, vielleicht geht aus dem Abseits raus. Damian bringt die Flanke rein. Da ist Rooney und Simpson ist dazwischen. Also United die aktivere Mannschaft. Jetzt auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Schweinsteiger kommt rein für Fellaini. Müssen wir auch aufpassen. Schmeichel kommt und ist da. Musste den noch haben. Und jetzt rausrücken hinten. Shaw. Aber Man United bleibt dran. Über Smalling. Ja, wird da kurz gehalten. Smalling, klasse Pass auf Damian, oh, der am Freund und Freund vorbei und den kriegt er nicht. Da geht Schmeichel nicht hin, ich weiß das. Doch, er geht doch hin, weil der Ball von uns geschossen war. Und da gehen die Torhüter meistens nicht hin, weil die Torhüter dürfen den Ball ja eigentlich nicht aufnehmen. Nur wenn der halt mit dem Kopf zurückgespielt wird, wisst ihr ja. So, Eckball, Valencia, Schmeichel kommt wieder und er hat den. Sehr schön. Aber jetzt muss er schnell ins Tor. Man United macht wirklich viel Druck. Damian, jetzt vielleicht mal ein kleiner Entlastungsangriff. Damian versucht, Vardy zu halten, aber Vardy setzt sich da schön und sehr aggressiv durch. So, Vardy. Läuft Damian davon. Jawohl, jetzt ist aber keiner in der Mitte. Oder doch, am zweiten Pfosten, wenn Vardy die Flanke hinkriegt. Wäre Sanchez da gewesen. Aber De Gea pflückt jetzt nicht runter. Schade, das war mal so ein kleiner Entlastungsangriff. Wir müssen wieder mehr Sicherheit in unser Spiel reinkriegen. Also das machen wir jetzt seit 2 Spielen nicht so gut. Auch gegen Watford hat mir das nicht so gut gefallen. Oh, Schmeichel, was machst du da? Gut, hat er gut gemacht. Alles souverän. Chidusi. Aber ihr seht das, Man United steht sehr hoch, ja, versucht früh zu attackieren, da entstehen vielleicht mal ein paar Lücken. Damian, oh, der rutscht durch, blind, spielt hinten mit De Gea. De Gea wird nach oben spielen, wollte ich sagen, schade. Und Shaw mit nach vorne, da ist Depay, müssen wir stellen, jetzt bloß nicht rauslocken lassen. Rooney, das ist kein Abseits, Rooney gegen 2-3 Mann, Achtung, Simpson kommt dazu und Chidusi, nein, Riedewold, hat er gut gemacht, Riedewold zum ersten und nochmal, ja, schön gemacht, aber wieder neu sortieren, Depay. Michael Carrick, Schmeichel und Simpson klärt. Puh, jetzt sind wir aber echt ein bisschen gefragt. Also, in diesem Spiel haben wir nicht viel zu melden. Aber ist klar, dass es auch mal so ein Spiel geben muss, wo wir uns mehr auf die Defensive konzentrieren müssen. Das ist auch klar. Aber vielleicht haben wir ja jetzt die Chance mit dem Konter. Ah, schlecht gespielt. Wäre auch, glaube ich, von Drinkwater abseits gewesen. Jetzt De Gea spielt. Oh, auf Smalling. Das war auch riskant. Schade. Wenn er mal durchflutschen würde, wieder De Gea. Ja, jetzt spielt er trotzdem unten durch und das klappt trotzdem. Schneiderle, Michael Carrick, Achtung, der spielt unten durch. Nein, über Schneiderle. Wir können auch, glaube ich, gleich mal wechseln für die Schlussoffensive. Rooney, Valencia, oh. Ja, okay, das musste Chidusi machen. Sonst wäre Valencia durch gewesen. Also es ist echt ein sehr hartes und ein sehr anstrengendes Spiel für uns. Vor allem hinten in der Defensive. Weil United macht echt viel Druck nach vorne. Aber okay, die individuelle Klasse haben sie leider. Wir bringen nochmal Mahrez rein für Drinkwater und ich überlege gerade mal, Kramaric, den würde ich ja echt mal den Durchbruch gönnen. Der hat eigentlich gar nicht so schlechte Werte, der hat eine gute Ballkontrolle, gutes Dribbling, Elfmeter ist er gut, bei den
Beim Abschluss, gut, 76er Abschluss, 78er Antritt ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber er kann es halt irgendwie nicht so auf den Platz zeigen. Schade, ich gebe ihm aber trotzdem nochmal die Chance. Kramaric, Kelechi Iheanacho, der eigentlich nicht mehr so viel zu melden hat, leider, um das jetzt mal hier zu Ende zu bringen. Hat ja letzte Saison war er Stammspieler, im größten Teil dieser Saison eigentlich nur noch so eine Art Ergänzungsspieler, weil normalerweise Imo Issikil da spielt, aber der ist ja jetzt nicht dabei, den gönnen wir auch mal eine Pause. Oh, was macht denn Simpson da? Springt unter den Ball durch, aber haben wir gut und souverän gemacht. So, Sanchez, jetzt Simpson, kann sich mal mit nach vorne einschalten. Komm, leg mal einen zweiten Gang ein oder einen sechsten Gang oder was weiß ich, wie viele Gänge du hast. Simpson müsste jetzt eigentlich auf Vardy spielen. Ah, zu spät, aber Blind und Shaw laufen sich da über den Haufen. Ja, deswegen heißt es auch so. Jetzt fragt euch, warum der Blind heißt. Bei der Aktion hat man es genau gesehen. So, Blind, was macht er? Spielt er wieder? Oh nein, Simpson wäre da fast hingekommen. De Gea, Achtung, geht nicht ins Tor. Die letzten 10 Minuten, wollen wir es noch ein bisschen riskieren? Wir setzen mal auf sehr offensiv. Vielleicht gelingt uns ja der eine Lucky Punch. Amate auf jeden Fall jetzt gegen Damian. Schade. Bleibt Amate leider nicht in Ballbesitz. Martas mittlerweile in der Partie. Ein wirbliger Spanier da. Shaw mit dem Fehler. Ha, aber es sieht so aus, als würden wir hier ebenfalls 0-0 spielen. So wie gegen Watford. Oh, Sanchez grätscht da von hinten. Aber Schiri lässt weiterlaufen. Schweini kommt da nicht durch. Vielleicht jetzt der entscheidende Fehlpass. Mahrez. Oben auf Kramaric, nee, da braucht er zu lang und da laufen die auch nicht zu schnell nach. Also ich brauche dann auch schnell wieder eine Anspielstation, wenn wir dann den Ball wieder abgespielt haben. Blind auf die andere Seite, da ist Depay, 4 Minuten haben wir noch, Depay, aber Sanchez setzt nach. So, jetzt vielleicht die letzte, oh, Schlussoffensive, Vardy und da ist doch noch das Tor, wollte ich sagen. Und De Gea hält den, glaube ich, oder schießt Vardy vorbei. Das war die Riesenchance, hätten wir auch querspielen können. Nein, De Gea war noch ganz leicht dran. Aber normalerweise haut Vardy die doch auch unter die Latte, ey. Ich verstehe das nicht, warum die jetzt so lasch manchmal schießen. Naja, 88. Flanke. Da haben wir Amate. Memphis ist dazwischen. De Gea pflückt ihn sich runter. So, 90. Minute läuft. Jetzt nochmal aufpassen, dass wir dann hier wenigstens einen Punkt mitnehmen. Dann hätten wir zwar nur 2 Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt, aber okay. Oh, Lewandowski ist drinne, steckt auf Rooney durch. Vorsicht, nochmal Chidozie und nochmal Riedewald. So, wie viele Minuten Nachspielzeit? 2 Minuten. Nochmal die Chance vielleicht über Kramaric. Hat er sich schön runtergeholt. Ich meine natürlich den Ball. Kramaric, schade. Nicht, dass er das jetzt falsch versteht, ne? Mit dem Runterholen. So, und dabei bleibt es leider das zweite 0-0 in Folge nach Watford. Jetzt nun also auch gegen Man U. Was ich vor dem Spiel unterschrieben hätte. Klar, wir dürfen auch immer nicht vergessen, wir sind Leicester. Klar sind wir Meister geworden, wir haben uns gute Spieler dazu geholt. Aber wir müssen normalerweise gar nicht. Vorstand hat zwar auch gesagt, ja, ihr müsst Meister werden. Aber wir müssen eigentlich gar nicht, weil wir haben normalerweise nicht so regelmäßig viel Geld zur Verfügung wie zum Beispiel Manchester United oder wie Manchester City oder wie Chelsea oder wie Arsenal oder wie Liverpool auch. Ich denke mal, Liverpool hatte ebenfalls mehr Geld als wir. Deswegen, gut, 0-0 ist wie gesagt okay, damit kannst du zufrieden sein gegen Manchester United. Und dann, ja, wollen wir mal gucken, wie die anderen gespielt haben. Die robben sich jetzt so langsam wieder ran an uns. City hat ja ebenfalls, glaube ich, gewonnen, deswegen sind die nur noch 6 Punkte hinter uns. Oder haben die Remis gespielt, weiß ich gar nicht. Sieht man das hier vielleicht bei den Begegnungen? City, doch, die haben gewonnen gegen Norwich City mit 3-1. Liverpool hat dann doch nur 1-1 gespielt gegen West Bromwich. Chelsea hat 4-0 gewonnen, souverän gegen unseren nächsten Gegner, gegen Southampton. West Ham hat gegen die Spurs verloren. United, wie gesagt, 0-0 gegen uns. Die Londoner, klar. Der FC Arsenal gewinnt aus London, klar, 2-0 bei Watford. Und wir spielen dann als nächstes gegen Southampton. Und dann haben wir Gott sei Dank erstmal ein bisschen Pause. Dann können sich auch mal die Spieler wieder komplett regenerieren. Das freut mich auf jeden Fall. So, aktuell ist aus Deutschland. Wir gucken mal, aber wir sind, wie gesagt, gut besetzt. Wir können ja mal schauen, was hier so auf dem Markt gerade ist, was uns hier gerade so angeboten wird. Musacchio, Giroud, Stranzl für die Innenverteidigung zum Beispiel. Aber da haben wir wirklich genug Leute. Sturm bin ich auch zufrieden, Mittelfeld ebenfalls. Haben wir da vielleicht nochmal eine Granate? Klar, Kiyotake ist nicht schlecht. Geis, Sané ist ebenfalls nicht schlecht. Robben, läuft dann ins Vertrag aus? Nein, aber bei dem läuft auch irgendwann der Vertrag aus. Da müsst ihr mal drauf schauen, wenn ihr den dann umsonst verpflichten wollt. Dann Julian Brandt natürlich, typisches deutsches Supertalent, aber ist leider auch zu teuer. 15,5 Millionen. Reus ebenfalls, Xabi Alonso, okay. Aber wir brauchen nichts mehr. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, spielt ganz gut. Und es hat ja auch in der Hinrunde so geklappt. Jetzt haben wir vielleicht mal eine Phase, wo es nicht so gut läuft, aber wir sind ja immer noch oben an der Tabellenspitze. Wie sieht es sonst so aus? Gucken wir mal, hat sich Fulham befreit? Wollte ich gerade mal fragen. Fulham hat sich jetzt dort befreit. Die scheinen 2 Siege in Folge gelandet zu haben und somit auf den 18. Platz hochgestiegen zu sein. Neuer Tabellenletzter, neues Schlusslicht ist Derby.
County mit 16 Punkten, aber das ist ja so eng da unten zusammen alles. Das kann sich ja von Spieltag zu Spieltag alles wieder ändern. Genauso wie oben bei uns, da trennt der Vierte und der Tabellenelfte, die trennen gerade mal 5 Punkte. Also das ist nichts in der Premier League und wir haben ja noch 17 spannende Spieltage. Da würde ich sagen, starten wir im nächsten Part wieder den Versuch, ein Spiel zu gewinnen. Vielleicht gewinnen wir ja nach 2 sieglosen Spielen mal wieder in der Liga. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao. Schönen Tag noch.